Ein strahlendes Brautpaar, das gerade seine Liebe vor Gott besiegelt hat. Jetzt ist das Glück vollkommen, der schönste Tag im Leben. Für manche bleibt er allerdings nur ein unerfüllter Traum. Auch für Birte und Beate. Vor einem Jahr lernten sie sich kennen und lieben. Sie gehören zusammen und möchten sich gerne ein gemeinsames Leben aufbauen. Wir würden halt sehr gerne auch heiraten, standesamtlich. Aus dem einfachen Grunde, weil ich Beate liebe und weil ich halt eben auch mein Leben mit ihr zusammen verbringen möchte. In Deutschland wird schwulen und lesbischen Paaren das Recht auf Eheschließung verweigert. Birte und Beate gelten vor dem Gesetz als Fremde. Auch die Kirche zeigt sich stur. Akzeptiert wird nur, wenn Mann und Frau die Ehe eingehen. Die beiden Frauen empfinden wie viele andere homosexuelle Paare. Sie fühlen sich ausgegrenzt, von Staat und Kirche reglementiert. Am Arbeitsplatz in der Familie weiß jeder, dass wir zusammen sind. Aber ich würde es halt eben auch ganz gerne öffentlich machen, ne? So, und halt eben auch diese Anerkennung von der Gesellschaft bekommen. Ne? So, das ist für mich eigentlich wichtig. Ich finde auch die Ehe ansonsten, wie sie der Gesetzgeber im Moment noch vorsieht und auch wie es halt zum größtenteils die Kirche sieht, finde ich sowieso etwas überholt. So ist für Birte und Beate der kirchliche Segen ein erster bedeutender Schritt in eine Zukunft, in der alle Lebensformen gleichermaßen anerkannt werden. Ich wünsche mir, dass das jeder heiraten dürfte, ne, der heiraten möchte. Unsere gute Stube ist voll geworden. Kann man sagen. Das Thema ist gleichgeschlechtliche Ehe und darüber wollen wir reden mit Jörg Röfer, Georg Falkenhagen und Dr. Hans-Georg Wiedemann, er ist evangelischer Pfarrer. Georg und Jörg, ihr lebt schon einige Zeit zusammen, 10 Jahre? Fast elf Jahre. Wollt ihr heiraten? Warum wollen wir heiraten? Gute Frage. Ja, um die rechtliche Absicherung, so allgemein und... Ja, aus Liebe halten auch. Das ist halt ein wichtiges Thema für uns. Und Georg, jetzt passieren natürlich Dinge, die ganz konträr zu dem stehen, was Sie eigentlich tun wollen. Man stößt auf Ressentiments. Auf welche jetzt speziell? Ach, eigentlich stößt man sehr wenig auf Ressentiments. Unsere Umwelt akzeptiert es voll. Wir haben noch nie Schwierigkeiten mit Nachbarn, Bekannten oder dergleichen gehabt. Das sind eigentlich häufig Leute, die einen gar nicht kennen, die das ablehnen und auch die mit dieser Thematik nicht vertraut sind, habe ich den Eindruck. Und besonders doch auch die Kirche, die sagt, die homosexuelle Ehe können wir nicht anerkennen. Also die evangelische ist ja schon ein bisschen einfacher in der Einstellung, aber die katholische sagt strikt Nein dazu. Warum eigentlich? Können Sie das erklären? Na, das hat natürlich mit dem Grundverständnis von Sexualität zu tun. Für die katholische offizielle Kirche ist das eindeutig, dass eigentlich Sexualität nur verstanden werden darf als Sexualität, die auf Weitergabe des Lebens hin ausgerichtet ist. Das heißt also, dass natürlich alle gleichgeschlechtlichen Beziehungen dann nicht keine Anerkennung finden. In der evangelischen Kirche, ja, da ist das etwas schwieriger zu sagen. Es ist ja, wir haben zum Glück ja keine evangelischen Papst, der uns vorschreibt, was wir zu denken haben. Es ist in den Landeskirchen unterschiedlich, bei uns im Rheinland, wo ich herkomme. Wahrscheinlich auch bei den Pastoren unterschiedlich. Auch, nicht wahr? Ja, ja. Aber so hier die rheinische Kirche, auch westfälische, ist im Aufbruch begriffen. Mhm. Es gibt Fortschritte, es gibt Entwicklungen. Also im Januar dieses Jahres hat sich unsere Landessynode im Rheinland nun gerade dazu durchgerungen, zu sagen und zu formulieren, also offiziell in einem Diskussionspapier, dass die Ehe nicht eine von Gott gestiftete Ordnung ist. Das kann sonst gar keiner verstehen, außerhalb, denke ich. Aber es ist die Tür geöffnet, damit also zur Anerkennung auch anderer Lebensformen und zur Gleichachtung, darauf muss das ja hinauslaufen, als eben nur der heterosexuellen Ehe. Ne? Könnt ihr beiden vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen genauer erklären, warum euch jetzt zum Beispiel auch die kirchliche Trauung so extrem wichtig ist? Was würde sich dann für euch ändern an eurer Beziehung? An der Beziehung würde sich gar nichts ändern. Es wäre eben die rechtliche Gleichstellung und Absicherung, die ja im Moment überhaupt nicht gegeben ist auf dem Gebiet. Denn wir haben ja gegenseitig überhaupt keine Rechte. Ein paar Beispiele, wo würde das zum Beispiel in Kraft treten? Beim Erben, ne? Beim Erben, im Rentenfall, im Krankheitsfall,
sprich im Krankenhaus und Besuchsrecht. Ja. Oder? Besuchsrecht. Mhm. Denn juristisch gelten wir als einander fremde Menschen. Mhm. Und trotzdem sagt man immer, wir sind füreinander, haben füreinander zu sorgen. Also die Problematik haben wir auch momentan. Wenn das jetzt rechtlich geregelt würde, würdet ihr dann trotzdem noch eine kirchliche Trauung wollen? Schwere Frage. Denn Kirche ist bei mir immer so eine Sache. Da. Ja gut, wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, als seine Großmutter starb, nahm ich ihn. Also ihr seid gar nicht jetzt so erpicht auf diese kirchliche Trauung. Euch geht das um die rechtliche Anerkennung. Ja. Aber fragen wir trotzdem noch einen konkreten Fall wieder mal. Wie kann denn gerade die evangelische Kirche homosexuellen Paaren helfen, konkret? Sie kann sich öffentlich dafür einsetzen, dass auch hier in Deutschland, also so, wie es ja so in Dänemark oder in skandinavischen Ländern jetzt schon ist, es eben auch eine, es muss ja das Parlament entscheiden, eine rechtlich geordnete Form gibt für gleichgeschlechtliche Paare. Das kann sie tun. Sie kann selbst bei sich erstmal, das ist sie ja nun im Rheinland seit Jahren damit beschäftigt, ein Bewusstsein zu schaffen, dass also sich öffnet, also für andere Lebens- und Liebensformen. Und sie kann, das ist ja leider auch noch nicht durch, nicht mal eine grünes Licht nun geben, also für jede Gemeinde, für jeden Pfarrer und Pfarrerin nun also auch mit dem Segen der kirchlichen Institution Trauungen durchzuführen. Sie haben es gerade angesprochen, Skandinavien, Dänemark, da wird anders mit homosexuellen Paaren. Man muss ja immer das Rechtliche unterscheiden. Nicht? Warum eigentlich? Ist das eine Mentalitätsfrage? Sind wir Deutschen sturer? Ist die deutsche Kirche sturer? Also das ist wirklich eine schwierige Frage. Wo ist der Unterschied zwischen Skandinavien, Dänemark, Gott und dem deutschen Gott? Das ist eine tolle Frage. Natürlich keiner. Ich meine, es ist schon so, dass in Dänemark, das weiß ich ein bisschen, ich da öfter auch mal gewesen früher, und aber auch in Holland, wissen ja auch viele, die Uhren gehen da schon oft ein bisschen vor. Ne? Ja. Womit das nun, ob das mit der Mentalität der Bevölkerung zu tun hat, ob das fortschrittlichere Länder sind, Gesellschaften, Völker, also das mag ich nicht zu sagen. Könnten Sie denn als einzelner Pfarrer in Ihrer Gemeinde, ich sage jetzt mal keine Hochzeit vielleicht ausrichten, aber so eine Art Trauungsgottesdienst, wenn Sie das wollten, wenn homosexuelle Paare zu Ihnen kämen? Also wir haben das ja schon 1987 beschlossen. Nicht? Mhm. Also unser Vorstand, unser Presbyterium hat das beschlossen. Mhm. Und wir haben es dreimal mit drei Frauenpaaren durchgeführt. Das waren sehr eindrucksvolle Gottesdienste. Gottesdienste aus Anlass der Begründung eben einer Partnerschaft. Das waren drei Frauenpaare. Das kann man schon machen. Damit sind die rechtlichen Gegebenheiten natürlich immer noch nicht gemacht, da. Das haben wir gemacht und dann ist es uns ja verboten worden. Es ist ja aufgehoben worden durch die Kirchenleitung seinerzeit. Und nun sind wir eben halt dabei, mit Hilfe der Synoden und vieler Diskussionen in vielen Gemeinden das zu erreichen. Das ist also mein Ziel. Okay, Herr Wiedemann, wir sind ganz gespannt, was unsere Zuschauer zu unserem Thema zu sagen haben. Sie können anrufen unter der 0137 44 99 00. Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung zu unserem Thema. Kleiner Versprecher. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Geschlechtliche Ehe. Wir möchten Ihre Meinung zu diesem Thema hören. Rufen Sie uns an 0137 44 99 00. Sagen Sie ja, homosexuelle Paare sollen auch heiraten dürfen oder lehnen Sie es vielleicht ab und vielleicht können Sie es auch noch ein bisschen begründen. Da ist die Telefonnummer. Georg und Jörg, ihr habt an dieser bundesweiten Standesamtaktion vor 2,5 Jahren teilgenommen. Wie lief das ab und wie war die Reaktion? Ja, wir sind beide zusammen mit vielen anderen Paaren zum Standesamt gegangen. Das war damals in Berlin-Schöneberg bei uns. Mit großer Anteilnahme der Medien. Wir haben dort den Antrag gestellt, das Aufgebot anzunehmen. Das wurde erwartungsgemäß abgelehnt. Anschließend haben wir uns ans Amtsgericht gewandt. Auch dort wurde es abgelehnt. Während auf der anderen Seite eigentlich alle Kommentare in den Medien, in den Zeitungen und so weiter positiv waren. Nehmen wir mal die Medien jetzt zur Seite, die Reaktion der Leute, die das beobachtet haben. Wie war die? War die positiv? Oder die war doch sehr positiv. Ja, sehr positiv. Ja. Am Arbeitsplatz bei mir in der Bank, da war allerdings nach wie vor Sprachlosigkeit. Das hat mich kein Mensch, alle haben mich gesehen im Fernsehen, aber kein Mensch hat was gesagt. Das angesprochen. Also laut dem Grundgesetz, alle Menschen sind gleich, scheint offensichtlich nicht ganz so zu funktionieren. Mhm. Ne, weniger beim Staat, weniger bei der Kirche, eben vielleicht ein bisschen mehr bei der Bevölkerung. Bevölkerung. Wollen wir mal hören, was die dazu zu sagen haben? Wir haben einen Anrufer am Telefon oder eine Anruferin, hallo? Hallo? Ja? Ja, Ihre Meinung? Ja, und da wollte ich sagen, ich finde es furchtbar, wenn es heutzutage normal wird, dass überhaupt über Lesben und Schwule geredet wird im Fernsehen. Mich stößt das Thema total ab und wenn ich die beiden da sehe, dann denke ich mir,
Das sind einfach pathologische Krankheiten und die sollen sich in ihre Psychiatrie begeben. Aber ich finde es einfach diskriminierend, wenn das heutzutage gesagt wird, dass Lesben und Schwule, dass es normal ist. Und wenn es dann auch noch die Kirche unterstützt. Was ist denn, aber ein bisschen intolerant oder sowas sind Sie dann nicht? Also Sie wollen für sich die Rechte schon. Das hat mit Intoleranz zu tun. Es wird so weit kommen, dass wir nicht mehr sagen dürfen und nur noch mit Toleranz umgehen müssen. Und wenn, ich finde es einfach pathologisch und krankhaft. Naja, sagen dürfen wir es ja, deswegen diskutieren wir jetzt darüber und sagen dürfen Sie Ihre Meinung, aber wir natürlich auch unsere Meinung, beziehungsweise Jörg und Georg Ihre Meinung. Da fängt ja die Kommunikation an, meinen Sie nicht? Ja, aber ich muss wirklich abschalten, wenn ich die beiden nur anschaue. Und ich finde es einfach furchtbar, dass überhaupt dieses Thema auf den Tisch kommt. Und ich will mich Sie sind nicht sicherlich glücklich verheiratet mit einem Mann, ja? Ja. Gut, wunderbar. Danke für den Anruf. Und dafür will ich mich nicht schämen müssen. Ja, brauchen Sie ja nicht. Müssen Sie. Brauchen Sie auch gar nicht. Danke für den Anruf. Das war natürlich, ich meine, gut. Das war ein tragendes Beispiel von Toleranz in unserer Gesellschaft. Eben haben wir noch über die Bevölkerung gesprochen, wie nett die Leute sind. Da haben wir das krasse Gegenbeispiel. Ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz furchtbar. Ich kann das also kaum hören. Das macht mich auch wahnsinnig wütend und aggressiv. Ja. Das ist also hier. Und dann wird das ja manchmal noch unter christlichen Gesichtspunkten verkauft. Ja gut, dann soll jetzt auch jeder hier seine Meinung sagen können. Wir wollen das also diese alten Urteile nicht von pathologisch und krank und unnormal, das ist ja alles ein Wahnsinn. Wiedemann, wo kommt denn diese Meinung her? Gehen wir der doch vielleicht mal auf den Grund. Ist die kirchlich bedingt? Ist das eine rein persönliche Meinung? Ist das eine Meinungsmache? Wo kommt die her? Ja, diese Vorurteile sind natürlich schon uralt und ich denke schon, dass also Kirche daran auch nicht so ganz unschuldig ist, denn sie hat eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch nichts verstanden von Sexualität, nicht? Sie hat sie also mit Zeugung immer gleichgesetzt. Es gab immer schon homosexuelle Liebe. Natürlich, sie ist ja völlig normal und gehört in das Spektrum menschlicher Sexualität. Aber es fing schon sehr früh an, dass eben halt auch hier eine Minderheit, wie das ja mit anderen Minderheiten der Gesellschaft auch passiert ist, zu Sündenböcken gemacht wurde. Ne? Für etwas, was worunter die Mehrheit litt. Dann wollen wir mal hören, ob wir mit unserem nächsten Anrufer mehr Glück haben. Hallo, wer ist dran? Hallo. Hallo. Ja. Ihre Meinung bitte zu unserem Thema. Ah ja, ich akzeptiere die beide, aber trotzdem finde ich das nicht normal. Sie haben einen Akzent, wo kommen Sie her? Ich komme aus Kroatien. Aus Kroatien, ich dachte vielleicht aus dem skandinavischen Raum. Nee. Gut, Sie akzeptieren das, also für Sie ist das normal? Irgendwie. Wie bitte? Habe ich kein Verständnis, weil das geht mir nicht in den Kopf. Ja. Und würde es Sie jetzt auch stören, wenn die beiden heiraten, weil das würde Sie persönlich ja nicht betreffen? Das stört mich gar nicht. Nein. Ich kann zum Beispiel in der Nähe leben auch, aber einfach, das kann ich nicht verstehen. Wie kann man, besonders der Fahrer kann ich auch nicht verstehen, irgendwie, ich weiß nichts. Sie können es nicht verstehen. Gut, nee. Schönen Dank für den Anruf. Also allgemeines Unverständnis. Wir merken also doch auch jetzt hier schon an den Reaktionen doch Vorbehalte. Ja, auch die gibt es natürlich. Georg, tut sowas weh, wenn man sowas hört? Ja. Ja? Ja. Denn, und das ist ja nur kein Einzelbeispiel. Also es ruft jetzt nicht irgendeiner an, der sagt, Mensch, ich bin dagegen. Also diese Meinung, die scheint ja auch wirklich im Allgemeinen dort zu sein. Und mit diesem Vorurteil müsst ihr beiden ja auch ständig umgehen. Ist es da vielleicht nicht besser, wenn man sagt, wir bleiben in der Hinterhalt, was ja auch die Schutzreaktion der meisten Homosexuellen ist? Oder ist diese Offensive besser und eben auch dann die Tatsache, dass man oft angeschossen wird? Ja, ich finde schon, man sollte sich auch einsetzen dafür, um eben auch den anderen, den Mitbetroffenen, auch zu helfen, dass sich in diese Richtung etwas ändert. Okay, ja. Also eine Verbesserung eigentlich und allmählich zunehmende Akzeptanz. Die Anrufe hier sind ja gewiss nicht typisch für eine große Mehrheit, hat erst begonnen, nachdem also Schwule und Lesben selbst auf die Straße gegangen sind. Nicht? Also sie waren die, die angefangen haben. Insofern ist das gar keine Frage, dass also die eigene Aktion ganz wesentlich ist. Na, natürlich gehört dazu Mut. Ne? Und hinter diesen Vorteilen, die eben hier geäußert wurden, ist ja auch erkennbar, gerade eigentlich bei der ersten Anruferin, welche Angst dahinter steht. Komisch. Welche Wovor? Angst? Ja, das frage ich mich. Wovor? Wovor? Okay, wir danken ganz recht herzlich für den Besuch und Respekt vor eurem Mut und Respekt vor der Sache, für die ihr steht. Danke für den Besuch. Und wir machen jetzt die In- und Out.